steht neben mir, Ronny Mittag. Ich grüße dich. Schönen guten Abend. Hallo Matze. Hallo, grüß dich, Ronny. Wie geht's dir? Was treibt dich heute hierher? Na, mal wieder gute Kämpfe sehen, Dankeschön. Alte Wegbegleiter beobachten, einfach mal wieder ein bisschen dabei sein. Nun ist es jetzt fast genau ein Jahr her, dass du gegen Fedor Shulin noch verloren hast, aber nicht so richtig verloren, sondern du warst verletzt. Du hast dir die Rippe gebrochen und ich, meiner Meinung nach, ich habe den Kampf gesehen, du sahst gut aus und hattest dich eigentlich auch auf einen Rückkampf geeinigt, so habe ich es verstanden. Wie sieht's aus? Also, leider, oder was soll ich sagen, nicht leider, sondern die Rippe war nicht gebrochen. Okay. Ich war im MRT, ich war beim Röntgen, ich war bei sämtlichen Ärzten, leider ohne Befund. Fakt ist aber, ich habe mich gekrümmt, zum Beispiel zum Schuhe zu machen, Schuhe ausziehen, Ausweichbewegung im Kampf, und dann hat die Rippe jedes Mal klack, klack gemacht. Und das sehr schmerzhaft. Ja, wenn ich geatmet habe, hat da alles geknirscht und geknattert. War sehr merkwürdig, gleichzeitig mit der zweiten Runde, nicht nur beim Ausweichen, halt diese Bewegung ohne Trefferwirkung, das war ja das Merkwürdige, ich bin ausgewichen und dann habe ich es gemerkt, gleichzeitig in der zweiten Runde mit der linken, mit meinem Jab, schön lang durchgeschlagen, natürlich überschlagen, demzufolge war dann der Ellbogen ganz schön mitgenommen, habe mich in dem Kampf super gut gefühlt, habe von der krassen Schlagwirkung von Chudinov nicht so viel mitbekommen. Allerdings von seiner harten Schädeldecke, von seinem harten Ostkopf, sage ich dazu immer. Also man hat wirklich alles gemerkt. Aber generell habe ich mich da wohlgefühlt in dem Kampf. Ist dann halt leider anders gelaufen. Ja, also das hat man wirklich gesehen. Also ich muss wirklich sagen, also es sah richtig gut aus. Also Fedor Shulinov ist natürlich kein Unbekannter. Also wirklich absolute Weltspitze. Zu dem Zeitpunkt Weltmeister gewesen. Genau. Und aber was macht jetzt der Vereinigt oder der vereinbarte Rückkampf, existiert er? War das nur ein Gerede? Wie sieht's aus, Ronny? Also ich weiß nicht, ob das nur Gerede war, aber also ich habe nie wieder eine Anfrage darüber bekommen. Ich glaube, die haben sich auch ein bisschen zu sicher gefühlt, dass sie den deutschen Mann, der bei wichtigen Kämpfen verloren hat, so sieht es ja auf dem Blatt, sieht es ja so aus in der Datenbank bei Boxrec etc., dass es aber immer knappe Kämpfe waren, beziehungsweise gedrehte Kämpfe, muss ich so sagen. Also ich habe mich da teilweise nie als Verlierer gefühlt. Wenn man sehr gut war, dann hat man noch das Unentschieden bekommen oder es wurden Punkturteile revidiert. So ist es halt als Gastboxer. Bei größeren Veranstaltern muss man mit klarkommen. Aber, also wie gesagt, ich habe nie was von einem Rückkampf mitbekommen. Ich wurde nie angefragt. Vor dem Kampf wurde da versucht, noch mir das Leben zur Hölle zu machen mit sämtlichen Schikanen. Dann war der Bart zu lang. Dann sollte ich nochmal zusätzlich 2 Kilo abnehmen. Dann war ich auf der Waage. Dann sollte ich nochmal 1 Kilo abnehmen. Sowas alles. Und mit Pressetrainings und sowas war alles vorher gar nicht vereinbart. Da wurde man dann halt ziemlich auf Trouble gehalten. Um tatsächlich nicht zur Ruhe zu kommen und sich immer einen Kopf zu machen, hat mich aber kalt gelassen. Die wollten dann dies, dann habe ich das gemacht, dann wollten sie dies, dann habe ich das auch noch gemacht. Also ich habe da alle meine Pflichten erfüllt. Die Steine, die sie mir in den Weg geräumt haben, die habe ich dann so beiseite geschubst und habe dann halt meinen Kampf gemacht, der dann leider eben so ausgegangen ist, wie ausgegangen ist. Aber gut, also mit diesen Steinen, also das ja, zeigt ja wirklich nur von deiner Härte. Also da haben sie ja doch dann im Nachhinein oder im Vorhinein doch Angst bekommen, um dich da irgendwie so ein bisschen zu ärgern. Ist natürlich wirklich schade. Ronny, wie lange hat es denn jetzt mit deiner Verletzung zu tun? Also was ist jetzt, ich gehe jetzt mal so von einem halben Jahr aus, ich weiß es nicht. Es ist jetzt ein Jahr her, was ist in dem anderen halben Jahr passiert zum Beispiel? Also tatsächlich war die Verletzung, hat sich ein bisschen hingezogen. Für mich persönlich, weil ich nie weiter so verletzt war, dass ich so lange pausieren musste oder so lange damit zu tun hatte. Aber wenn es 2 Monate waren, dass man immer noch so ein Zwicken gemerkt hat bei bestimmten Arbeiten, bei bestimmten Bewegungen, dann war das schon sehr lang für mich als Sportler. Also ich war nie so verletzt, dass ich so lange hätte Pause machen müssen. Allerdings, ja, man wird ja älter, man muss auch mal für die Zukunft vorsorgen, man geht arbeiten und demzufolge überwiegt dann die Arbeit und das Training hat dann das Nachsehen und demzufolge bin ich von 2-mal am Tag trainieren, also vom Vollzeitsportler zum Vollzeitarbeiter geworden und aktuell schaffe ich es nur wegen meiner Führungsposition auf einer großen Baustelle 1-mal in der Woche zum Training zu gehen. Einmal in der Woche, das ist ja
fast gar nichts, sage ich mal. So als Profisportler, der sonst zweimal am Tag trainiert. Und bringt mich jetzt zur Frage, war es das jetzt gewesen dadurch? Oder, auf gar keinen Fall. Also wenn ich jetzt hier zugucke, ja, Hasanovic boxt gerade, zwar Schwergewicht, gar nicht mein Ding, aber auch andere Kämpfe, andere Kämpfer, die man auf dem langen Weg so schon kennt. Später kommt noch Rico Müller. Leider boxt Zeynel Elbi heute nicht. Das juckt mich schon noch in den Fäusten und ich bin da schon noch heiß drauf. Und selbst wenn ich jetzt mit anderen mittrainiere, dann bin ich da, ich will jetzt nicht übertreiben, aber schon das Konditionsschwein und denke mir so, ja, so, okay, jetzt was machen wir als nächstes, was machen wir als nächstes? Und alle hängen dann halt schon in den Seilen. Und also ich will schon noch, wenn es die Zeit auf der Arbeit zulässt, dann kann ich auch tatsächlich während der Arbeitszeit mal schnell joggen gehen oder sowas. Oder da noch mit irgendwelchen schweren Gewichten auf einer Baustelle findet man so allerhand Sachen. Könnte ich da auch noch irgendwie ein Training einschieben. Ja, also gehen wir jetzt mal davon aus, dass dein Chef das jetzt hier nicht gehört hat, gerade aktuell. Und ich meine... Grüße. Ja, Grüße. Und durch deine Kämpfe weiß man natürlich, du bist ein absoluter Arbeiter. Also wirklich ein absoluter Arbeiter und ich kann es jetzt wirklich verstehen, wenn du sagst, also gut, hier so eine, sag ich mal, so eine Stay-Busy-Kämpfe sind nichts für dich, sondern du wirst halt wirklich schon hochkaräter boxen, also wirklich auf Augenhöhe, weil man kennt es ja, ne, aus dem Profi-Boxgeschäft, ne, man boxt erstmal so 5, 6 Aufbaukämpfe aus, was weiß ich, woher die alle angefahren kommen. Das kommt eher nicht für dich in Frage oder sagst du einfach, ey, ist egal, ich will einen Ring? Nach so langer Zeit, ja, also auch dieser Kampf in Russland, das war schon während meiner Arbeitszeit, da hatte ich aber noch eine Baustelle, da ging das. Da war meine Trainingshalle so 10 Minuten mit dem Fahrrad entfernt, da konnte ich hin. Hab dann gleichzeitig meine Erwärmung gehabt, weil Fahrradfahren mit Zeitdruck, da kommt man auch schon mal in Fahrt. Konnte sofort trainieren und sofort wieder zurück zur Baustelle. Das war dann quasi meine tägliche Pause auf der Baustelle. Da konnte ich noch trainieren. Aber selbst vor dem Kampf in Russland war ich ja schon, ich glaube, ein Jahr nicht aktiv. Und dann ist es ja jetzt schon wieder ein Jahr her. Also so ein paar Aufbaukämpfe muss ich jetzt nicht haben. Aber Stay-Busy-Kämpfe sind leider Business as usual. Also du brauchst sie. Du fällst aus den Ranglisten raus, du landest bei Null, du wirst gar nicht mehr aufgeführt. Du hast gerade gesagt, ich bin seit einem Jahr nicht mehr im Ring gewesen. Mhm. Theoretisch hätte ich hier auf jeden Fall boxen müssen, damit ich Stay-Busy-Status habe und noch meine Punkte behalte. Vielleicht kommen da auch, weil die Leute ja sehen, okay, der boxt nur noch jedes Jahr. Den können wir uns holen, so als Journeyman, der noch richtig viele Punkte hat oder sowas. Dem bieten wir irgendwie eine horrende Summe an. Sowas gibt es ja immer. Mhm. Journeyman halt. Die nicht jedes Wochenende kämpfen, sondern die schon ein bisschen was hochkarätig sind. Und Stay-Busy-Kämpfe sind so schlecht nicht. Okay, alles klar. Ronny, naja, dann hoffen wir, dass wir uns vielleicht im nächsten Jahr sehen. Oder ist da in diesem Jahr noch was zu sagen? Mein langjähriger Trainingsfreund Ronny Gabel. Ja, Grüße gehen raus, du hattest gestern Geburtstag. Der hat mir gesagt, er plant wieder was fürs nächste Jahr. Ich will nicht lügen, es war Mai, wenn ich mich nicht irre. Dieses Jahr wäre mir natürlich auch noch schön gewesen, damit ich wenigstens einmal im Jahr aktiv wäre. Aber ich denke, da kommt noch was. Wenn es dieses Jahr nichts wird, dann ist es halt so, ich müsste ja erstmal wieder anfangen zu trainieren, Grundfitness reinkriegen, Gewicht passt soweit. Aber ja, ich will ja trotzdem, du sagst es ja, ich will ja trotzdem gute Kämpfe abliefern. Ich will nicht irgendwo hinfahren zum Verlieren. Ja. Dementsprechend will ich fit sein. Da brauche ich schon mal einen Monat, um überhaupt wieder einen Grund reinzukriegen. Und dann hat man halt noch 2 Monate Vorbereitung. Davon ist ja schon der letzte Monat nur Sparring. Ja. So. Und da muss man erstmal hinkommen. Also 3 Monate Vorbereitung, das passt ja in dieses Jahr schon gar nicht mehr rein. Ja, das stimmt. Aber trotzdem, ich denke mit dem Gewicht, also da ist ja schon bei den meisten Boxern, also man hört ja oft, dass nach den Kämpfen dann 10, 15 Kilo zugenommen werden. Aber mit deinem Gewicht und dass du im Gewicht bist, ist ja schon die halbe Miete sozusagen gemacht. Fehlt jetzt nur noch die Zeit fürs Training. Und wie machst du das? Wie kriegst du das mit deiner Familie unter einen Hut? Also im richtigen Gewicht sein ist ja eine andere Sache, wie mit meinem Gewicht passt das schon. Ja? Ist ja sehr dehnbar. Zu Trainingszeiten, ja, jeder Sportler kennt es, man fängt irgendwann an, man bemüht sich, 4 Kilo abzunehmen, es wird beim nächsten Kampf sind es 5 Kilo, dann sind es 6 Kilo, dann sind es 7 Kilo, das steigert sich so mit der Zeit, auch anhand des Trainings, man baut ja immer Masse auf
in Round Number 5. Die blaue Ecke geht down. Ich bin ja wegen Corona in die Arbeit reingerutscht. Hab dann weniger trainiert, hab dann auch Muskelmasse abgenommen. Dementsprechend bin ich viel leichter wie früher. Also viel leichter Off-Season wie früher. Ich muss nicht mehr für einen Wettkampf so viel abnehmen. Aber ich muss natürlich trotzdem noch was abnehmen. Je nachdem, auf welche Gewichtsklasse man sich dann jetzt einigen würde beim nächsten Kampf. Wenn es jetzt 76 Kilo wären, na mein Gott, dann ist er auf jeden Fall weit entfernt. Wie zu meinen Top-Zeiten, wo ich krass trainiert war und dann auch krass viel abnehmen musste für meine Meisterschaft. Okay, also das ist natürlich wirklich immer, also wirklich ein richtiges Hin und Her. Aber Ronny, wir hoffen, dass wir dich nächstes Jahr irgendwie irgendwo sehen. Das wäre richtig cool. Und nicht zuletzt, weil wir haben nämlich schon im Vorfeld mit Ronny gesprochen, dass er da wirklich was doch Großes geplant hat. Ja. Und wir freuen uns drauf. Soll ja wohl sein letzter Kampf sein. Aber halt wirklich in einer maximalen Kulisse, richtig schön, richtig groß. Und wenn du da boxst, ey, Hammer. Auf jeden Fall. Ja. Ronny, vielen Dank fürs Interview und einen schönen Abend noch. Achso, eine Frage noch. Wer ist heute dein Favorit? Bei welchem Kampf? Welcher Favorit? Ich muss gestehen, ich bin ja so ein bisschen blauäugig hergekommen. Ich habe mir gar nicht so alles angeguckt. Ich wusste, Zane ist verletzt gewesen, boxt gar nicht. Dass Elvis geboxt hat, war für mich so ein kleines Highlight. Hat natürlich auch gewonnen nach 4 Runden, hat ihm Spaß gemacht. Abu war natürlich auch Trainingspartner von mir, dass er einen unbequemen Gegner hatte, den kenne ich von der Ostsee oder von Neustadt Bremen. Da war er sehr beweglich gegen Islam Aschabov, so ein ganz ekliger Gegner, hat Abu auch super gelöst. Und dann ja, Rico Müller, den ich sonst noch kenne, Nina Meinte, so die Berliner deutschen Urgesteine. Da würde ich natürlich sagen, sind dann meine Favoriten. Ja, da sind ja einige auf der Fightcard. Bonny, vielen Dank. Und dann hoffen wir mal, dass es zu deinen Gunsten, zu deinen Wünschen ausgeht. Dankeschön. Was betrifft den Kampf? Danke dir, ey, war cool. Was für Scheiße.